Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tesla Mac. Mein Name ist Marian und ich bringe dir heute ein weiteres Update und wir starten gleich hier in China, denn es gibt anscheinend logistische Probleme. Wir sehen zum nicht ersten Mal die Situation, dass ab einer bestimmten Produktionsrate jetzt Tesla immer mehr in logistische Schwierigkeiten hier in China kommt. Als Erinnerung, basierend auf den Dezemberzahlen haben wir pro Tag eine Produktion von 2154 Autos. Dies beinhaltet ein bisschen mehr Model Y als das Model 3. Aber grundsätzlich ist das schon mal eine stattliche Zahl, wenn man bedenkt, dass Anfang letzten Jahres es 85 Autos pro Tag waren. Also das muss man sich mal vergewissern. Dann haben wir hier also eine Produktionsrate von fast 800.000 Autos im Jahr. Und hier scheint es die Probleme zu geben, denn am Hafen gibt es anscheinend nicht genug Plätze, um die ganzen Autos überhaupt dort zu parken. Und das führt zu der Situation, die wir hier sehen. Also ob das Verspätungen dann verursacht, ob es überhaupt genug Schiffe gibt. Ich hatte ja auch berichtet, dass es neue Verträge von Tesla mit Werften gibt, beziehungsweise Unternehmen, die diese Autoschiffe haben. Also das könnte zu Verspätungen führen. Ich habe da noch keine Garantie für, aber es ist mal wieder so, dass hier eine Menge von Autos stehen und nicht abgeholt werden können, weil am Hafen nicht genug Platz ist. Das ist die Vermutung von Wuhua hier in China. Und das müssen wir dann erstmal abwarten, ob das auch dann zu Verspätungen in der Verschiffung führt oder allgemein dazu führt, dass die Autos nicht schnell genug hier abtransportiert werden können. Nur als Erinnerung, wir sind mal wieder im ersten Quartal. Anfang des Quartals ist nun mal Exportzeit. Und auch Wuhua hat gesagt, die Tatsache, dass man hier die Autos zwischen den oder auf den Gängen schon parkt, ist ein Zeichen, was da alles uns in den nächsten Wochen erwartet. Ein weiteres Thema war ja der indische Markt. Ich habe euch mal hier ein paar Zahlen, einfach nur mal als Vorstellung, wie klein der Markt eigentlich ist im Premium-Sektor und deswegen auch nochmal hier vielleicht dann doch an diejenigen, die ja auch zu Recht gesagt haben, dass es in Indien erstmal noch keinen Sinn macht, sehen wir auch an diesen Zahlen, dass es im Prinzip eigentlich sinnfrei ist, hier eine Produktion in Indien aufzubauen, sofern die Autos nicht von dort exportiert werden sollen. Dann wiederum könnte man sich dieses überlegen. Also nochmal zurück hier zum Parkplatz. Also wie ich gerade gesagt habe, Wuhua hat auch gesagt, die Tatsache, dass eben halt diese Autos hier in diesen Zwischengängen geparkt werden. Wir sehen zwar hier jetzt noch freie Bereiche. Das wird sich aber, wenn hier ein Rückstau entsteht, innerhalb von ein, zwei Tagen schon wieder geregelt haben. Und dann kommt Tesla hier schon ein bisschen ans Maximum und ans Limit. Und die Frage, auf die wir sehr, sehr wenig Zugriff haben, ist, wie viele Schiffe jetzt hier dann in den Export gehen. Ich habe gesehen, dass ein Schiff jetzt auf dem Weg auch nach Korea ist und dann auch nach Australien gehen soll. Also schauen wir und warten wir mal ab. Gestern hatte ich über das Thema Model Y Performance gesprochen und was ist, siehe da, passiert, basierend auf den Codes. Also Tesla schaut uns anscheinend nicht hier Tesla Mac, sondern anscheinend auch auf Twitter natürlich mal nach und es sind jetzt die Codes verschwunden. Also da muss jemand gesehen haben, dass darüber berichtet worden ist, nicht jetzt hier bei Tesla Mac. Ich meine nicht, dass Tesla mich hier beobachtet, sondern eher grundsätzlich vielleicht auch im amerikanischen Bereich, denn diese Codes haben weite Kreise gezogen. Also wurde das Model Y Performance eher vom Code rausgenommen. Ich gehe aber davon aus, dass dieses einfach nur eine reine Formalität ist und nichts daran ändert, dass das Model Y Performance dann bald hier kommen wird. Wir haben auch weitere Bilder hier von Tobias Lind, also danke auch nochmal an ihn hier für seine Arbeit, die er immer tätigt. Wir sehen hier ganz, ganz viele neue Model Y Performance Varianten, auch in der schwarzen Modus. Und zu diesem Thema Model Y und Produktion, Testproduktion, da muss ich nochmal gleich noch einen Punkt weitergehen, denn sie sollen zwar verschrottet werden oder die Möglichkeit besteht oder es ist gezwungen worden, Tesla darf diese Autos nicht verkaufen, egal wie gut die Qualität ist. Es sollen eben halt Entsorgungsnachweise getätigt werden, wenn es verschrottet wird. So wie verstanden wird hier von Tobias, gehen wir davon aus, dass aber die Batterie und der Motor nicht zerstört werden müssen. Ich grundsätzlich halte jetzt eigentlich nicht dafür, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, aber es ist explizit gesagt, dass diese Autos nicht verkauft werden dürfen. Also würde Tesla nichts anderes übrig bleiben, als diese Autos wieder kaputt zu machen. Ob man das jetzt gutheißen muss oder nicht,
oder ob es überhaupt Leute gibt, die interessiert wären, solch ein Auto in der ja ganz frühen Phase der Produktion zu haben, welches sicherlich nicht perfekt ist, ist natürlich noch eine andere Sache. Dann habe ich hier nochmal eine Grafik für die Expansionspläne, also das, was uns auch noch bevorsteht in den nächsten Jahren hier in Grünheide, habe ich nochmal eine Grafik als Erinnerung. Wir sehen also hier, das ist erst ein Viertel fertig und auch selbst da, wo die Batteriefabrik steht, sitzen wir im zweiten Viertel dieses ganzen Geländes. Dann schauen wir einmal auf Joe Tegmeier in Austin. Hier haben wir nochmal weitere Bilder und was ich so schön finde hier an der Fabrik in Austin ist die Tatsache, dass wir hier reinschauen können. Vor allem abends ist das sehr, sehr gut möglich und wir sind hier in der Stamping Machine Area und wir sehen hier drinnen auch, was schon alles aufgebaut worden ist von Tesla Seite. Es gibt hier auch natürlich schon funktionierende Stamping Machines und die sind dann hinter dieser blauen Wand versteckt. In dem anderen Bereich, wie gesagt, wird jetzt noch gearbeitet. Also wir sehen, wie viel Ausbaumöglichkeiten bzw. wie viel da noch passieren wird auf diesem ganzen Gelände und dass es sich wirklich hier nur um kleine Teile handelt, die zurzeit überhaupt ansatzweise in der Produktion sein können oder gehen werden in den nächsten Wochen. Auch ist noch unklar, ob dieses Gelände, über das wir ja hier öfters fliegen, von Starlink, wann dieses dann endlich auch angefangen wird. Es kann sein, dass Tesla dieses erstmal noch als Lagerfläche benutzen wird, aber der ganze Bereich da hinten, wo ihr an dem Wohngebiet vorbeigeht, immer weiter dann noch, das geht alles noch an die Fabrik bzw. gehört alles noch Tesla. Und oben rechts seht ihr auch dann die Innenstadt von Austin. Ich glaube, ganz, ganz hinten ist sogar der Flughafen von Austin. Also wir sehen, wie groß dieses Gelände ist. Des Weiteren als kleines Update noch zum Cybertruck. Hier gab es Berichte, dass der Cybertruck erst Anfang 2023 kommen soll. Wie gesagt, hier würde ich tatsächlich erstmal warten bis zum 26. Januar, bis der Earnings Call kommt und dann hier entsprechend hoffentlich dann Elon Musk auch ein Update gibt, was jetzt dann tatsächlich das Zeitfenster ist. Der Bereich hier unten übrigens auch nochmal danke an Jeff Roberts für den Content hier. Dieser Bereich hier unten, der wird wahrscheinlich für die fertigen Autos genutzt, wenn dann die Produktion startet. Genauso wie wir immer mehr Material sehen, welches für das Solardach jetzt kommt, da bin ich extrem gespannt, wie sich das Thema entwickelt und wie das dann auf diesem Riesendach am Ende aussehen wird. Wenn du noch mehr hören willst von mir, ich habe ja den Podcast bei Tessie Supply auf Amazon Music und natürlich auch auf Spotify. Schau gerne vorbei, bis dann und tschüss.